mega cool. Vor allem, juhu! Was ich so schön finde, es ist wirklich eine Teamleistung. Es ist, glaube ich, das 41 Pacemaker gewesen. Also es ist... Hast du denn sonst irgendwie was, was du so gar nicht magst? Was du einfach sagst, das geht gar nicht in deinem Leben? Rauchen. Fällt mir da ganz spontan ein. Ich rauche. Ja. Das ist ein Debakel. Brauchen wir gar nicht reden darüber. Wenn bei Sabine da hinten mal der Wurm drin ist, dann ist der Wurm drin. Und er will auch wirklich nicht wieder raus. Der Kanton hat das Dossier unter Verschluss behalten, aber auf Druck von Westschweizer Medien und dem SRF, ist es jetzt öffentlich. Heute hat der abprangere Staatsrat Stellung genommen. Staatsrat Stellung. Am Anfang. Wenn man es hört, denkt man ja, nein, nicht schon wieder. Moleux au chocolat. Irgendwas Französisches wieder. Moleux au chocolat. Hey, fuck. Ja. Moleux au chocolat. Irgendwas Französisches wieder. Sie kann vielleicht kein Französisch, aber dafür ist sie ein kleines Mathe-Genie. Bei 300 Gramm Ananas muss ich 100 Gramm Gelierzucker nehmen. Jetzt habe ich aber 500 Gramm. Egal, wenn ich 600 Gramm habe, muss ich 200 nehmen. Also muss ich, weil es ein bisschen 100 Gramm weniger sind, nämlich 250 Gramm. Hut ab, das ist eine grossartige Leistung. Dieser Bademeister hat einen tollen Nebenjob. Er ist Schiri. Und Zeppin liebt ihn auch bei dieser Tätigkeit. Hey, Jungs, Hey, warte. Ha, so nicht. Ist gut. So etwas wünscht man sich doch als Spieler. Richtig! Ja, also das ist einfach nur, man darf sagen, ich glaube, geil. Der Schiedsrichter muss der Chef auf den Platz. Und der Buddy auch. Weil wir haben einen Buddy natürlich bis in 2.500 Liter rundherum. Stimmt oder stimmt nicht? Und das natürlich, wenn du kein Chef spielst, da gibt es natürlich ein Haus. Das Thema, das den Kanton St. Gallen zurzeit am meisten bewegt. Auf welches Säuli soll man setzen? Sie sollte nicht allzu hoch sein, sie sollte ein bisschen breit sein, genug Bodenhaftung haben. Denn ein wichtiger Bereich ist sicher auch das Mentale. Also es stimmt im Kopf, die Einstellung muss stimmen. Man muss bereit sein zum Alles geben, man muss bereit sein vom ersten bis zum letzten Meter Vollgas geben. Und dann sicher ein Punkt, der nicht zu unterschätzen ist, ist auch, die Sauen, die müssen Familienanschluss haben. Die müssen aus der richtigen Familie kommen, korrekte Familienverhältnisse. Das heisst, alle Sauen bringen da eben mit. Der Vater ist ein Eber und die Mutter ist so eine richtige Sau. Finde die Sauerei. Meine Mama hat immer gesagt, es ist jetzt wichtig, dass man vorwärts schaut, einmal mehr aus diesen Fällen lernt und dann hoffentlich nächstes Spiel endlich aus diesen Fällen lernt. Okay.